Ihr habt jetzt leider nicht mitgekriegt, wie Shannon auf diese Kröte hier reagiert hat, als ich sie darauf aufmerksam gemacht habe. Und damit heiße ich euch auch willkommen zurück, oder wir heißen euch willkommen zurück zu Let's Wimmel Nightmares from the Deep, The Cursed Heart. Das ist so ein langer Titel. Ah! Oder ich sage in Zukunft noch The Cursed Heart. Was ist das denn? Das war eine Eidechse. Das sind eigentlich so Wasserspeier oder so. Also diese. Das da ist ein Gargoyle. Mit Flügeln dran. Medieval-Style. Grüne Flüssigkeit. Wenn ich die gelbe Flüssigkeit zu der blauen gebe, erhalte ich die grüne Flüssigkeit. Ja, echt? Alter, wie billig ist das denn bitte? Wie billig? Sie beleidigt mich hier die ganze Zeit. Hast du gerade das zur Musik mitgemacht? Okay, das klang nämlich so. An einer Kirche? Da ist doch kein Rosenkranz. Das ja? Ja. Ich glaube, das ist das Symbol für Leben, glaube ich. Das hatten das nicht die französischen Könige, dieses komische Ding? Stimmt, das was... Ja, das, was ich meine, war was anderes. Ja, hast du recht. Was auch immer einer... Wie auch immer das aussieht. Eidechsenzunge. Ja, ist ja gerade Voodoo hier. Ist gerade so ein bisschen Monkey Island Style hier. Das war die Alraunenwurzel. Eine Eidechsen. Also wir lernen daraus, sieht aus wie eine Eidechsen. Und jetzt sieht die Eidechsenzunge bestimmt aus wie die Alraunenwurzel. Da oben ist sie. Alraun, war das nicht irgendwas auch bei Harry Potter? Das da? Das da? Ne, das ist so Grünzeugs. Da ist die Fischkrete, das ist ein Beutel. Ein Ei. Ist das da das Ei? Nein. Wow, das ist ein Ei. Ein Glasei. Walnüsse, das ist eine Chilischote, ein Apfel. Ah, da. Ich meinte eigentlich das hier. Das ist egal. Bla bla. Da oben ist der Kürbis. Bla bla. Knoblauch ist an sich sehr lecker eigentlich und sehr gesund. Ist gut fürs Herz. Das stimmt, das stört sie nicht. Ja. Sehr gut. Was kriegen wir? Eine Eidechsenzunge. Brauchen wir die hier? Ja, legen wir schon mal dahin. Dann, was haben wir denn hier? Ah, da ist... Die Halskette bildet eine Art Levitationsfeld. Levitationsfeld. Ich kann sie nicht herausnehmen. Ach, das war die Halskette, die wir eben umgelegt haben. Mit dem ja alles angefangen hat. So. Ach, hier oben haben wir auch noch ein Wimmelbild. Menschliches Auge. Da. Aua. Aua, das bist recht reingegangen. Was? Mhm. Büste. Puppe. Weiße Kräuter. Eins. Ja, geht wieder. Das hat mich jetzt wiederum nicht gemerkt. Zapfen. Warum das ist so ein Tittenfass? Da ist das Tittenfass. Ah, ein Käfer. Ja, ein Käfer. Käfer. Z
hin, Soldat? 1, 2, 3. Raste aus. Steinbock. Ich sehe überhaupt nichts. Er rastet voll aus. Das, was sollte das bitte sein? Weiß ich nicht, dass es irgendwo hier unten so was zum Vergrößerungsglas weitergeht oder eine Lupe ohne Griff ist. Das ist Skarabäus. Weiße Kräuter. Da ist das Vergrößerungsglas. Das ist eine Lupe. So, jetzt fehlt nur noch der Steinbock. Was kriegen wir? Ein Ohr! Oh, geil von Gott! So, Vorhang, öffne dich! Nee. Oh, was süß! Nee, was putzig! Der Knochennebel war fast vollständig abgebrochen. Kann man den dazu bauen? Captain Remington und Gräfin Mary in zu glücklicheren Zeiten. Ich frage mich, ob die Augenhöhlen zufällig als Hintergrund ausgewählt wurden. Das ist schon wieder falsch. Ich weiß, aber es passte inhaltlich trotzdem. Alter! Knochenhebel. Brauchen wir den? Kröte. Die Schlange war da. Wahrscheinlich. Da ist der Turm. Da ist der Bauer. Den Skorpion, den habe ich vorhin auch irgendwo schon gesehen. Da. Ein Pfeil, der ist da versteckt. Das sind Speere. Chamäleon. Brauchen wir mal. Und jetzt fehlt noch ein Fläschchen. Da. Es war kein Fläschchen, das. Ja, das war ein Flachmann. So. Jetzt gehen wir aber erst nochmal hier hin, in die Gruft. Und setzen das zweite Porträtstück ein. I took this old symbol with me to the grave. Recovering it would help you understand what drives him. Maybe you can stop Remington in time. If only you could regenerate my hand. Ach, ich sollte das Ding auch hier mitnehmen. Ich muss es aus dem Grab der Gräfin bergen. Sie hielt eins etwas in der Hand, wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte. Ja, hier, nimm ein Ohr. Fuck. Dann gehen wir erstmal wieder rein ins Versteck. Achso, ich habe ja jetzt einen zweiten Hebel. Dann setzen wir den direkt ein. Gehe zurück, Katakomben. Geisterstunde! Mein Gott, ist doch nur ein Geist. So, baue einen stelle einen Gegenstand. Ich glaube ja. Was habe ich denn da jetzt gebaut? Eine Drachenschuppe. Drachenschuppen. Entschuldigung. Neues Ziel Urnen. Da fehlt was. Okay. Gehen wir erstmal weiter runter. Es muss noch ein Schlüsselloch geben. All diese Schädel sehen praktisch gleich aus. Da in der Hüfte. Thank you.
So, wir gehen erstmal wieder hoch. Ein peinlicher Moment, war ich jetzt berührt. Wo war das denn jetzt nochmal mit dem... Ach ja, dafür musst du auf die Terrasse gehen. Ach so, guck mal hier. Schuppe und Ohr. Da ich mich mit schwarzer Magie nicht sonderlich gut auskenne, muss ich versuchen, in den Objekten einen Sinn zu erkennen und sie zu verwandeln. Zu verwenden, das ist natürlich wichtig. Okay, ein Ohr, das ist zum Hören. Du was ja. Verwendest oder verwandelst, finde ich schon. Da sind die Nadeln drin. Ach so, okay, ein Ohr. Was heißt denn zu faul zum... I. Oh, Sir Daniel! Wie sieht der denn? Was hat der denn für Augenkombination? Ein braun und das andere ist nicht vorhanden. So, was haben wir denn da gekriegt? Eine Flüssigkeit. Die Zunge. Kriegt das die Schlange da unten? Können wir der was geben? Nein. Das geht so auf. Ein Knopf. Ich brauche etwas anderes. Ein Schlüssel? Wow! Ja, wie passend, dass es genau dahin geflogen ist, weißt du? Alter. Die Haarlocke. Ich muss die Haare erst mit einer Schleife zu einem Zopf. Stopp. Da ist was. Das funktioniert so nicht. Dann hängt es weg. Machen wir die Schublade mal auf. Ah, guck mal da. Haben wir noch was da drin? Ah, da ist die Puppe. So. Haben wir den Knopf gehabt? Da. Dann so. Und. Zack! Voodoo-Formel. Das nehmen wir jetzt wahrscheinlich mit und gehen damit zurück in die Gruft und kippen das über die Skeletthand und drehen damit offenbar die Zeit zurück. Verfault sie wieder. Symbol der Gräfin. Ja, ich habe dein Symbol und jetzt? Wo braucht man das denn nochmal? Das braucht man irgendwo weiter oben, glaube ich. Oder war das hier? Ne, das war immer noch weiter zurück. Oder? Wo war das denn nochmal? Ich kann mich erinnern, irgendwo was mit einem Dreieck, mit einer Dreieck-Aussparung gesehen zu haben. Wo war das denn? Das hier im Versteck? Nein. Das hier in den Katakomben war es. Was? Nein. Wo war das denn jetzt nochmal? War das. Hier? Oh, sie ist weg. She's missing. Someone has taken my daughter. Mal wieder. Oh, das ist zerbrochen. Piratenkeller. Ach, das Herz fehlt. Ah, hier war das, genau. Wie nett. Pakt mit dem Teufel. Hiermit mache ich Davy Jones Henry Remington im Austausch für seine Seele unbesiegbar. Remington bleibt, solange er die magische Halskette trägt, unsterblich. Sollte Remington jemals sterben, wird er durch das Umlegen der Halskette wieder zum Leben erweckt. 12 verzauberte Münzen schützen das Pfand für die Gewährleistung dieses Paktes.
Das Pfand wird in einer Truhe verwahrt, die durch meinen treuen Wächter behütet werden soll. Wird das Pfand entfernt, wird Henry Remington wieder zu einem gewöhnlichen Menschen, das seine Taten in der Vergangenheit einholen wird. Den. Aus der Vergangenheit wäre es eigentlich eher. So, da haben wir einen Totenkopfschlüssel. Und eine Dublone wieder. Und ein Wimmelbild. Aber wir machen an der Stelle einen Schnitt. Das Wimmelbild machen wir beim nächsten Mal. Und bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss.